Brian Boelkel, der Kapitän der Eisbären Juniors. Erstmal Glückwunsch zum Sieg, Glückwunsch zum Einzug ins Finale. Wie hast du das Spiel heute und die ganze Serie gesehen? Ja, was soll man dazu sagen? Erstmal ist es ein geiles Gefühl, dass wir es so geschafft haben. 1-0 zurück die Serie, aber ich sag mal, da hat richtig viel gestimmt. Einstellung, Wille, war alles drin. Also waren zwei Hammerspiele, starke Leistung der Mannschaft. Da hat jeder seinen Job gemacht. Da kann man einfach nur sagen, ja, man weiß nicht genau, wie man es in Worte fassen soll. Es ist einfach ein geiler Moment. Das soll man genießen und dann, ja. Was habt ihr gestern und heute anders gemacht als am Mittwoch? Am Mittwoch habt ihr 3-0 verloren. Das haben wir anders gemacht, unsere Chancen genutzt, ganz klar. Ich sag mal, jetzt haben wir 7, heute 6, 13 Tore. Ich meine, das ist, spricht dann auch für unsere Qualität dann im Sturm, die wir am Mittwoch nicht leider umsetzen konnten, aber jetzt hat ihm alles gepasst. Es haben auch im richtigen Moment unsere Antworten gegeben, unsere Tore geschossen, hinten super gestanden. Ja, das ist. Du spielst auch in der Oberliga bei FAS Berlin. Bei Preußen. Bei Preußen Berlin, Entschuldigung. Was bringt dir das dann jetzt hier für die DNL? Spielpraxis. Also Anfang der Saison war es so, dass man Freitag immer mit denen mitgefahren ist. Ist immer ein Spiel mehr. Ist zwar hart, geht oft an die Substanz, aber es lohnt sich. Ist natürlich auch ein bisschen Einstieg im Profibereich. Ich sag mal, andere Spielweise, härter. Da hat man ja auch ein paar Erfahrene mit drin, die es dann mehr über ihre Erfahrung machen. Ist eine kleine Umstellung, aber an sich positiv für einen selber. Es ist aber ein ganz anderes Hockey bei den Erwachsenen, denke ich, oder? Wie soll man das beschreiben? Kontrollierter. Ich sag mal, da hat man eben auch ein paar Brocken vom Körperlichen her. Spielen anders, physischer, aber hier ist es, finde ich, persönlich schneller, technisch versierter, aber dafür sind auch natürlich hier mehrere Fehler drin, weil wir sind ja noch jung, wir machen Fehler. Gehört ja auch dazu, dass wir uns entwickeln und die haben natürlich schon das durchgemacht und die wissen natürlich auch, wie man da spielt. So, und den Schwung dann nimmt er jetzt mit ins Finale. Was hast du da für eine Erwartung? Was habe ich für eine Erwartung? Natürlich möchte hier jeder von uns den Sieg haben. Ich glaube, ja, vielleicht ganz Deutschland möchte mal, dass nicht nur Mannheim da die Meisterschaft holt. Deswegen denke ich mal, wir gehen da optimistisch ran. Wir haben gezeigt, was wir können und warum sollen sie uns schlagen? Warum nicht wir? Wird aber wahrscheinlich noch härter als ihr, oder? Ja, wahrscheinlich. Also Köln hat auch einen super Job gemacht, gar keine Frage. Aber Mannheim ist nicht umsonst, sage ich mal, 20 Mal hintereinander Meister geworden. Hat schon einen Grund und ja, müssen wir jetzt... Wird Zeit, genau. Die letzten zwei Jahre ist das Finale, auch das Halbfinale, immer im Turnier ausgespielt worden. Jetzt wieder richtige Playoffs. Was findest du besser? Für mich persönlich die Playoffs. In so einem Turnier machst du einen Fehler. Ich sag mal, unser Spiel gegen Köln am Mittwoch, das wäre zum Beispiel das aus gewesen, sag ich mal, für uns, wenn wir da so ein Endturnier wieder hätten. Jetzt konnten wir zeigen, dass wir jetzt am Ende die bessere Mannschaft waren. Deswegen finde ich, ist es besser, gerechter. Jetzt noch ein bisschen feiern und dann geht's mit dem Bus wieder nach Hause. So sieht's aus, genau. Gut, dann wünschen wir gute Rückfahrt, erholt euch gut und dann viel Glück gegen Mannheim. Danke. Dankeschön.